Grüß Gott und herzlich willkommen beim GPS-Radler. In diesem Video stelle ich dir mal das Fit-System für E-Bikes vor und zeige dir Einstellungen und die Möglichkeiten der Connectivity. Viel Spaß damit! Das Fit-System für E-Bikes bietet für die Fahrradhersteller die Möglichkeit, eine Integration und Kombination von verschiedenen elektronischen Komponenten erledigen zu lassen von einer externen Firma. Ursprünglich kommt das Ganze aus dem Hause Flyer. Mittlerweile ist es eine eigene Firma, die auch für andere E-Bike-Hersteller wie zum Beispiel Simplon oder auch Hercules die Integration der E-Bike-Komponenten übernimmt. Dabei bietet das Fit-System den Herstellern maximale Freiheit bei der Wahl der Komponenten. Das geht los beim Motor. Also hier in dem Flyer ist ein Panasonic-Motor drin. Es geht allerdings auch der Brose-Motor oder diese neue Pinion-Motorgetriebeeinheit. Nachdem sehr viele Möglichkeiten und Einstellungen identisch sind, zeige ich dir jetzt das ganze System hier mal an einem schicken Flyer EMTB. Wenn dich das Rad mehr interessiert, schau mal unten in die Beschreibung. Da habe ich eine ausführliche Beschreibung von dem Rad verlinkt. Nachdem ich alle Einstellungen, Funktionen, Connectivity und die Navigation in ein einziges Video packe, wird das etwas länger. Aber wenn du dich nur für gewisse Teile interessierst, schau mal unten. Da habe ich das Video in Kapitel unterteilt. Da kannst du ganz schnell zu dem Bereich vorspringen, der dich wirklich interessiert. Welche Komponenten gehören jetzt also zu dieser Fit-E-Bike-Integration? Nun, das geht mal los mit dem Motor, geht dann weiter zum Akku und am Lenker gibt es einmal hier den Controller und dann noch ein Display. Und beim Thema Display kannst du dann wählen, ob du eher dieses kleine Kompaktdisplay oder hier das große Komfortdisplay haben möchtest. Ganz kurz noch ein paar Worte zur grundsätzlichen Bedienung vom Fit E-Bike-System. Eingeschaltet wird das Rad hier über einen langen Druck auf die Power-Taste und dabei solltest du die Füße von den Pedalen lassen, denn sonst bekommst du hier eine Fehlermeldung. Dann musst du das Rad nochmal ausschalten und mit entlasteten Pedalen erneut einschalten. Und jetzt kannst du hier über Plus, Minus die einzelnen Unterstützungsstufen durchschalten. Du kannst hier das Licht ein- und ausschalten. Und über einen Druck auf den Joystick kommst du auf die zweite Ebene der jeweiligen Seite. Also du kannst jetzt nach rechts schieben, da bist du in der Distanzansicht. Und du hast ganz kurz gesehen, hier rechts oben heißt es, es gibt hier drei Unterseiten und die kannst du dann über einen Druck auf den OK-Button durchblättern. Mithilfe vom Controller und dem Display kannst du ein paar Einstellungen direkt und jederzeit am Fahrrad vornehmen und die gehe ich jetzt mal mit dir durch. Die Einstellungen auf dem Display erreichst du, indem du mit dem oberen Knubbel ganz nach rechts gehst und dort geht es dann erstmal los mit Werte zurücksetzen. Kannst du entweder durch Drücken vom Knubbel erreichen oder auch durch rechts schieben. Da kannst du dann den Tageskilometerzähler zurücksetzen. Da wirst du dann gefragt, ob du den jetzt einmal manuell zurücksetzen möchtest oder du kannst hier das automatische Zurücksetzen aktivieren. Ich habe das ausgeschaltet. Ansonsten kannst du da auch zum Beispiel einmal täglich automatisiert zurücksetzen. Zurück kommst du immer mit der Lichttaste. Hier kannst du dann auch noch in die Werkseinstellungen und kannst alle deine persönlichen Einstellungen mal löschen. Dann geht es weiter mit den Grundeinstellungen.
Da kannst du die Sprache einstellen. Dann hier Datum und Uhrzeit kannst du entsprechend einstellen in den verschiedenen Varianten. Weiter geht's mit der Connectivity. Da kannst du einen Pulsmesser verbinden. Du kannst diesen verbundenen Herzfrequenzmesser auch wieder trennen. Und du kannst festlegen, ob du Anrufe, die auf deinem gekoppelten Handy ankommen, ob du die angezeigt haben möchtest oder nicht. In My Bike kannst du die Unterstützung anschauen. Allerdings habe ich hier den Expertenmodus aktiv und deshalb funktioniert es dann nur in der Fit App. Dann kann man hier die Höhe vom integrierten Höhenmesser kalibrieren. Also wenn du weißt, auf welcher Höhe du dich genau befindest, dann kannst du hier den genauen Wert eingeben. Dann gibt es noch hier die automatische Hintergrundbeleuchtung, die habe ich aktiviert. Wenn du die ausschaltest, kannst du da noch die Helligkeit selbst anpassen. Die Selbstabschaltung regelt, wie lange das Rad unbewegt dastehen kann, bevor das sich dann eben selbst ausschaltet. Maximal möglich sind hier 60 Minuten. Und über den Vibrationsfeedback kannst du einstellen, ob du jedes Mal, wenn du den Controller drückst, eine Vibrationsmeldung im Griff spürst oder ob das nur bei Meldungen sein möchte. Ich habe das hier gerne auf ein geschaltet. Weiter geht's zur Schiebehilfegeschwindigkeit. Könntest du auch niedriger stellen, aber ich finde da die 6 km/h passend. Und dann gibt es noch die Begrenzung der Unterstützung. Da ist auch einfach die Möglichkeit, Nein zu aktivieren. Dann wird bis maximal 25 km/h unterstützt. Dann gehe ich hier wieder zurück, kann hier in die Ladeoptionen. Da gehe ich später noch mal genauer drauf ein, aber normales Laden habe ich hier aktiviert und Long Life nicht aktiviert. Weiter geht's mit den Meldungen. Da liegen im Moment im System keine Fehlermeldungen vor. Und zum Schluss noch so ein Screen, wo du dir anschauen kannst, welche Firmware-Version, welche Seriennummer und so weiter die Hardware-Komponenten von deinem Fahrrad. Richtig cool finde ich das Thema Laden beim Fit E-Bike-System gelöst. Hä? Laden, denkst du dir jetzt vielleicht? Ist doch keine große Sache, einfach hier Ladegerät reinstecken und gut ist. Nee, da gibt es schon ein paar Möglichkeiten und die sind teilweise wirklich sehr clever. Und da schließe ich jetzt das Rad mal an die Steckdose an und zeig dir, welche Möglichkeiten du beim Laden hast. Wenn du den Ladestecker reinsteckst, dann siehst du auf dem Display die Geschwindigkeit, die du in den Einstellungen festgelegt hast. Und da kannst du jetzt mit den Hoch-Runter-Tasten von Normal auf Schnellladen wechseln. Einfach mit OK bestätigen. Jetzt wird also schnell geladen oder du kannst auf diesen speziellen Storage-Modus gehen, also bei dem dieser Lagerungsmodus aktiviert wird und der optimale Bereich eingestellt wird, um deinen Akku über den Winter zu bringen. Alternativ kannst du über die Lichttaste noch den Long Life Modus aktivieren. Damit wird dann der Akku nicht zu 100% aufgeladen. Das kannst du dann mit Normal oder auch Fast kombinieren. Wenn dir das Video bis hierhin geholfen hat, gib mir einen Daumen hoch. Wenn du mehr solche Technikvideos im E-Bike-Bereich sehen möchtest, drück unten auf den Abo-Button, vergiss die Glocke nicht, dann verpasst du kein zukünftiges Video mehr. Noch mehr Möglichkeiten der Einstellung und die Individualisierung der Motor-Unterstützungsstufen bietet dir die Fit-App auf dem Handy. Und da zeige ich dir jetzt mal ein paar Möglichkeiten und gebe dir Tipps zur Einstellung.
Innerhalb von der Fit E-Bike App kann ich hier also das Fahrrad aufrufen. Ich sehe, dass es im Moment verbunden ist und der Akkuladestand liegt bei 57%. Und im Gegensatz ist das Handy-Akku mit 71% geladen. Jetzt kann ich mir hier den Pass anschauen. Da sehe ich also alle verbauten Teile von diesem Flyer Uproc X-Rad und kann dann weitergehen in die Motoreinstellungen. Die Schiebehilfe ist klar. Hier ist dann der Expertenmodus aktiviert. Da kann ich also alle vier Unterstützungsstufen entsprechend anpassen. Im Standard, siehst du, habe ich die Unterstützung etwas zurückgedreht, weil hier der schwarze Punkt, das ist also die Null-Einstellung, die ab Werk gegeben ist. Dafür habe ich das Drehmoment etwas erhöht. Bei High, gut, da gebe ich einfach sämtliche Unterstützung. Und bei Auto schaut es ein bisschen anders aus. Da kannst du nur das Ramp-Up zwischen Soft und Sportlich, also Active, einstellen und kannst da festlegen, wie dynamisch der Motor auf deinen Pedaleinsatz reagiert. Dann gehe ich zurück und in den Fit Drive Screen, den musst du eben kostenpflichtig aktivieren und kannst hier noch einstellen, ob der automatisch dreht, links oder rechts. Details gibt es dazu dann später. Und dann komme ich hier noch zu einem sehr interessanten Punkt, das ist das Zugangsmanagement. Da kannst du drei Möglichkeiten auswählen, um dein Fahrrad quasi abzuschließen. Den digitalen Schlüssel, damit nutzt du die Fit E-Bike App als digitalen Schlüssel. Auch hier musst du das wieder kaufen für ein Jahr 20 Euro oder 55 Euro für Lifetime. Habe ich hier auch nicht freigeschaltet. Dann kannst du einen E-Bike Key dir kaufen. Das ist also wirklich ein Stück Hardware, mit dem du dann mit so einer Art Funkschlüssel das Fahrrad entsperren kannst. Oder du kannst den Display Lock aktivieren. Das finde ich sehr spannend. Damit wird dann dein Display zum Schlüssel. Also ich habe hier dieses Kompakt-Display jetzt angelernt. Da kann ich jetzt mal das Display abnehmen, mache ein nicht angelerntes Komfort-Display drauf, bekomme sofort hier den Pairing-Fehler und sehe, dass das Bike gesperrt ist. Das Fahrrad fährt auch gleich mal runter. Und jetzt könnte ich hier in der App sagen, ich möchte ein weiteres Display hinzufügen. Gehe da auf Weiter. Und jetzt hat er hier dieses Komfort-Display aktiviert. Und ich sehe hier beide Display-Varianten als möglichen Schlüssel. Und um hier jetzt das Display beziehungsweise das Fahrrad zu entsperren, muss ich einmal das Rad neu starten und kann jetzt hier die Unterstützungsstufe wieder anpassen und mich hier durch die einzelnen Menüseiten durchbewegen. Automatische Sperre brauchst du nur, wenn du den digitalen Schlüssel per App verwendest, wo ich jetzt kein großer Freund davon bin. Weiter geht's zum Reifendruck. Da kannst du dir entsprechende Sensoren, das sind meines Wissens diese Reifendrucksensoren von Schrader, dazu packen und kannst dann die Reifendrücke innerhalb vom Fit-System anzeigen. Das Fit-System bietet ja sowohl auf dem Standard-Display vom Hersteller als auch innerhalb vom Drive-Screen auf deinem Handy die Möglichkeit einer Navigation. Und da zeige ich dir jetzt mal ein paar Möglichkeiten der Navigation, sowohl über das Standard-Display als auch innerhalb von der App. Für die Navigation kann ich hier entweder direkt in Navigation oder auch die Karte reingehen, kann hier oben dann ein Ziel an
wählen und kann mir das eben hier raussuchen. Da kriege ich dann einen Vorschlag, den ich auch nicht wirklich noch anpassen kann und kann damit die Navigation direkt hier starten. Wenn ich hier mal auf dem Display rübergehe, dann sehe ich eben hier auch noch die Meter bis zur Abzweigung, den Abbiegepfeil und die Straße, auf die es gehen soll. Deutlich spannender finde ich hier über Aktivitäten. Da kannst du Komoot integrieren und dann geplante Touren rein importieren und die dann nachfahren, indem du hier auf Tour beginnen gehst. Und jetzt siehst du eben die Strecke, die vorgegeben ist, auf der Karte bzw. hier auf dem Fit-Display und die ganze Navigation, das zeige ich dir jetzt nochmal während der Fahrt. Während der Zielführung entlang einer geplanten Komoot-Strecke bekommst du auf dem großen Komfort-Display in der untersten Zeile immer den Abbiegepfeil der nächsten Abzweigung angezeigt. Näherst du dich dieser Abzweigung, gibt es noch eine zusätzliche Zeile mit weiteren Informationen oder du wechselst auf die Seite mit der Navigation. Hier nochmal die Navi-Anzeige auf dem kleinen Kompakt-Display. Und jetzt verlasse ich mal die geplante Komoot-Strecke und da siehst du, dass keine Umberechnung stattfindet und du nur den Hinweis bekommst, doch auf die Karte auf dem Handy zu schauen. Und dann kriegst du noch eine Entfernungsangabe, wie weit du von der geplanten Strecke entfernt bist. Jetzt folge ich mal dieser geplanten Komoot-Strecke auf dem Smartphone innerhalb vom Ride-Screen. Und auch da siehst du die Hinweise zu Abbiegungen. Und wenn ich die geplante Strecke verlasse, dann gibt es auch auf dem Handy mit dieser vollständigen Kartenanzeige kein Rerouting. Wenn ich die Adresse innerhalb von der Fit-App eingebe, wird ja die Strecke von der App berechnet und dann erfolgt die Zielführung innerhalb vom Ride-Screen auf der Karte. Auf Wunsch gibt es da auch eine Sprachausgabe. Und wenn ich jetzt die geplante bzw. vorgeschlagene Strecke verlasse, dann gibt es ein Rerouting und ich werde weiterhin von der Navi-App zu meinem Ziel geführt. Komme ich zur Connectivity von dem Fit E-Bike-System. Das beginnt ja schon mit der Einbindung eines Pulsmessers, wie ich es vorhin schon in den Einstellungen gezeigt habe. Dann kannst du noch das Display gegen einen Multi-Adapter austauschen. Damit kannst du dann dein Handy an die Position des Displays bringen und so über den Drive-Screen fahren. Und als letztes gibt es noch die Integration von Sigma ROX GPS-Radcomputern, damit du die Daten vom E-Bike direkt auf den Sigma ROX bringen kannst. Und die Verbindung von Handy und die Sigma-Verbindung, die zeige ich dir jetzt mal im Detail. Für den Drive-Screen am Handy gibt es dann auch die Möglichkeit, hier das Display zu entfernen und so einen Multi-Adapter da reinzusetzen. Den kannst du dann hier mit dem Sechskantschlüssel noch verschließen. Dann kannst du den auch nicht mehr so einfach wegnehmen. Ich habe von dem Multi-Adapter allerdings nur die Variante mit dem alten SP-Connect-Befestigungssystem. Da habe ich nur noch hier die Hülle und kann die jetzt mal hier drauflegen. Und dann könntest du hier das Telefon direkt auf der Displayhalterung montieren. Nachdem ich hier für mein Telefon die neue SPC Plus Halterung habe, habe ich hier mal den Adapter auf die K-Edge Basis draufgepackt und kann so das Telefon am Fahrradlenker befestigen. Aktiviere hier den
Drive Screen, muss dazu allerdings erstmal das Fahrrad einschalten und warten, bis es hier verbunden ist. Und dann kann ich den Drive Screen aktivieren. Und jetzt kann ich hier über die Bedienung am Controller einmal hier meine Unterstützungsstufen verändern und kann auch die Datenseiten durchblättern. Mit der OK-Taste auch die Ebene wechseln, aber ich kann auch hier per Fingerwischen die einzelnen Screens durchblättern. Auf der Kartenseite kannst du auch hier noch den Radius, den du erreichen kannst, aktivieren. Wobei hier in der Ebene ist es ziemlich langweilig. Also da ist es nahezu ein Kreis, den du in den unterschiedlichen Unterstützungsstufen mit der aktuellen Akkuladung noch erreichen kannst. Verlassen kannst du den Drive-Screen wieder hier oben mit dem X. Dann komme ich hier zur Sigma-Display-Integration. Die musst du gegen eine einmalige Gebühr aktivieren. Danach ist hier in der App nichts mehr zu tun. Du könntest zwar auch über diesen Multi-Adapter das Sigma-Display hier oben montieren, hilft dir nur nicht viel, denn es muss ja trotzdem noch hier ein Fit-Display vorhanden sein. Deshalb habe ich hier mal eine K-Edge-Halterung auf den Vorbau gepackt und kann jetzt hier mal diesen ROX 4, der schon mit dem Fahrrad gekoppelt ist, ranbringen. Da gehe ich jetzt auf eine Seite, die ich extra fürs E-Bike angelegt habe. Und da siehst du einmal hier deine Leistung, Drittleistung in Watt. 57% ist der Akkustand, also den siehst du eben auch hier. Das ist die Geschwindigkeit und die Restreichweite im aktuellen Standardmodus sind 44 Kilometer. Wenn du jetzt hier die Unterstützung auf Auto wechselst, dann werden es 47 Kilometer oder im High-Modus hast du nur noch 32 Kilometer. Und so kannst du dann die Daten direkt auf dem Sigmarox anzeigen und sie werden auch in die Aufzeichnung, die innerhalb vom Sigma gespeichert wird, mit reingeschrieben. Grundsätzlich gefällt mir dieses Prinzip einer offenen Schnittstelle von verschiedenen Komponenten am E-Bike sehr gut. Im Detail ist da noch an einigen Stellen vielleicht was zu tun. Als erstes gefällt es mir mal nicht, dass die Freischaltung von diesem Drive-Screen innerhalb von der Fit E-Bike-App kostenpflichtig ist. Was soll hier noch so eine im Vergleich zum großen Kaufpreis kleine Einmalzahlung noch ausrichten? Also das hält eher die Nutzer ab, das wirklich mal zu probieren. Auf der anderen Seite ist es nicht so dramatisch, weil die Navigationsfunktionen, die konnten mich eh nicht überzeugen. Und was bleibt da noch? Gut, das größere Display, aber du hast halt dann dein Handy immer am Lenker. Zweitens finde ich die Connectivity nicht wirklich offen und auch nicht zu Ende gedacht. Warum wird da nur Sigma unterstützt? Dazu noch diese wieder erneute Einmalzahlung, um hier das Ganze nutzen zu können. Warum wurde nicht gleich einfach auf das Standard ANT Plus LEV-Profil gesetzt? Dann hätte einfach jeder Anbieter seine Daten da empfangen können und der Radler hätte selbst entscheiden können, ob er einen Garmin, Wahoo oder eben einen Sigma da nutzt. Hinzu kommt, dass das Sigma-Display das Standard-Display ja nicht ersetzen kann. Irgendwie auch doof. Ich meine, ich habe alle Funktionen auf dem Sigma-Display abgebildet, aber ich muss weiterhin mit dem Standard-Fit-Display fahren. Also im Sinne eines cleanen Lenkers würde ich mir da wünschen, dass man auch komplett ohne Display fahren kann, nur hier den Controller. Und wer möchte, kann dann entweder die Fit-App mit dem Ride-Screen nutzen oder eben eine Integration über Sigma oder im besten Fall natürlich auch ANT Plus LEV.
Richtig genial finde ich die Möglichkeiten zum Laden vom Akku. Du kannst hier wählen, ob du die lebenszeitschonende Variante der langsameren Ladung nutzen möchtest oder wenn du während einer Tour mal schnell Strom im Akku brauchst, dann schaltest du da auf die Fast Charge Möglichkeit um. Auch für alle, die im Winter den Akku laden, ist es natürlich sehr komfortabel, wenn sie da einfach eine Möglichkeit haben und direkt diese Überwinterungsfunktion aktivieren können. Bist du schon mit einem Fahrrad mit diesem Fit E-Bike-System unterwegs oder überlegst du dir, so ein Rad zu kaufen? Da würde mich mal interessieren, wie ist da deine Meinung, wie sind deine Erfahrungen? Hast du vielleicht noch Fragen zu dem System? Dann schreib mir da gerne unten in die Kommentare. An der Seite habe ich noch ganz viele weitere E-Bike-Videos für dich verlinkt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Matthias.